Das ist er, der sogenannte Silbersee, nahe der Ortschaft Brüchau in der Altmark. 40 Jahre lang wurden hier giftige Abfälle verklappt, ein gigantischer Cocktail aus gefährlichen Stoffen. Bekannt ist das seit Jahren. Weniger bekannt dagegen, dass hier auch radioaktive Stoffe lagern und im Grundwasser nachgewiesen wurden. Die Einwohner in Brüchau machen sich Sorgen um ihr Trinkwasser. Zu DDR-Zeiten ist mein Brunnen immer beprobt worden von dieser Erdgasfirma. Und irgendwann ist das eingeschlafen. Also man hat sich da zu DDR-Zeiten eigentlich, kann ich sagen, auch Gedanken drüber gemacht. Was ist mit dem Brunnen hier in Brüchau los? Ja? Aber nach der Wende ist da nichts mehr passiert. Die Deponie muss weg, ordnungsgemäß entsorgt werden. Ansonsten mit dem Zumachen alleine, das wird nicht reichen, da sie ja nicht dicht ist. Die Grünen-Abgeordnete Dorothea Frederking wollte genau wissen, was für Gifte tatsächlich das Grundwasser belasten. In der Antwort, die sie auf ihre Anfrage von der Landesregierung bekam, wurden erstmals Nachweise über eine beunruhigende radioaktive Belastung durch Radium-226 öffentlich. Die Strahlenkommission sagt, dass so ein Wasser für junge Menschen nicht geeignet ist. Es ist gefährlich. Und das sagt natürlich eindeutig, dass das auch gefährlich ist für ältere Leute. Das ist nicht tragbar. Und deshalb muss dieser Zustand so schnell wie möglich beendet werden. Belegt ist, dass der natürliche Gehalt von Radium-226 im Grundwasserstrom vor der Deponie in den Jahren von 1999 bis 2011 bei einem Wert von durchschnittlich 0,07 Becquerel pro Liter lag. Verlässt das Grundwasser den Deponiebereich, beträgt die Belastung im Schnitt 0,7 Becquerel pro Liter, 10-mal mehr als vorher. Es ist bekannt, und das wird auch vom Präsidenten des Landesbergamts zugegeben, dass Schadstoffe aus der Bohrschlammdeponie Brüchau austreten und ins Grundwasser gelangen. Es gelangen dort auch radioaktive Stoffe rein. Radium-226 wird im menschlichen Körper wie Calcium in das Knochenskelett eingebaut. Halbwertszeit 1599 Jahre. Schon geringste Mengen schädigen das Knochenmark und können Krebs auslösen. Inzwischen gibt es Pläne für die Sanierung der Deponie, doch dem Landrat im Altmarkkreis dauert das mit Blick auf die Betroffenen viel zu lange. Ich kann die Sorgen und Ängste der Bevölkerung nicht nur aus Brüchau und Kakerbeck, sondern auch der umliegenden Gemeinden durchaus verstehen. Das ist offensichtlich eine tickende Zeitbombe und die muss sofort entschärft werden. Die ehemaligen Betreiber Gaz de France beteuern, dass es eine ordnungsgemäße Genehmigung für das Einlagern von giftigen Stoffen gab. Zitat: Aus Sicht des Unternehmens bestand zu jeder Zeit ein zugelassener Betriebsplan für die Deponie Brüchau. Das zuständige Landesamt für Geologie und Bergwesen in Halle hat sich auf unsere heutige Anfrage nicht geäußert.